Der Steinadler ist eine große Greifvogelart innerhalb der Familie der Habichte. Steinadler besiedeln meist die Felsen und Waldgebiete in der nördlichen Hemisphäre der Erde. Sie ernähren sich meist von mittelgroßen Säugetieren. Die Art war früher in Europa weit verbreitet, wurde aber systematisch verfolgt, sodass sie heute in vielen Teilen Europas nur noch in Gebirgsgegenden vorkommt. In Deutschland brüten Steinadler nur noch in den Alpen. Steinadler sind wahre Akrobaten. Sie drehen sich im Flug auf den Rücken und greifen ihre Beute von unten. Während eines Sturzflugs erreichen sie bis zu 320 Kilometer die Stunde. Deshalb nennt man sie auch Könige der Lüfte. Steinadler lassen sich im Flug ziemlich leicht erkennen. Sie tragen den Kopf weit nach vorn gereckt und ihre Flügel sind leicht V-förmig nach oben angehoben. Während der Mensch höchstens ungefähr 50 Meter weit sehen kann, erkennen Adler ihre Beute noch aus mehreren Kilometern Entfernung. Adleraugen sehen viel schärfer als die unseren, können Farben gut erkennen und sogar ultraviolettes Licht wahrnehmen. Das Gefieder ist überwiegend dunkelbraun, im Nacken ist es goldgelb gefärbt. Der Schnabel ist gekrümmt und grau gefärbt. Die Beine sind sehr kräftig, mit langen Krallen ausgestattet und bis zu den Zehen mit Federn bedeckt. Die Tiere werden bis zu 90 cm groß und erreichen eine Flügelspannweite von 190 bis 230 cm. Die Weibchen werden bis zu 6,5 kg schwer, die Männchen hingegen sind etwas leichter. Diese Adler sind Einzelgänger, die ein Leben lang denselben Partner haben. Jedes Jahr zwischen März und Juni legt das Weibchen bis zu 3 Eier. Es brütet sie ungefähr 45 Tage lang aus. In dieser Zeit wird sie vom Männchen mit Nahrung versorgt. Das Nest von Greifvögeln nennt man Horst. Das bezieht sich auf das Material, aus dem es besteht. Denn der alte Name Horst bedeutet im mittelniederdeutschen Gehölz Gebüsch oder Gestrüpp. Adler nutzen ihre Horste übrigens jahrelang. Es sind schließlich auch beeindruckende Gebilde. Der Horst eines Adlers kann etwa 2 Meter Durchmesser und ein Gewicht von bis zu 600 Kilogramm erreichen. Die Jungvögel bleiben bis zu 80 Tage im Nest, bis sie Flüge werden. So flauschig Adlerjunge aussehen, zwischen ihnen tobt ein harter Konkurrenzkampf. Das älteste oder stärkste Küken attackiert die anderen, lässt sie nicht fressen oder wirft sie gar aus dem Horst. Im Spätsommer starten sie ihre ersten Flugversuche. Oft werden sie noch bis zum Jahresende von den Eltern versorgt. Steinadler können bis zu 20 Jahre alt werden. Abgesehen von Krankheiten oder Milben haben sie keine natürlichen Feinde. Steinadler ernähren sich hauptsächlich von Mäusen, Murmeltieren, Katzen, Hasen und Hühnern. Sie erbeuten aber auch größere Tiere, wie etwa junge Rehe, Kälber oder Füchse. Sie schlagen ihre Krallen direkt in den Kopf der Beutetiere. Meist jagen sie in offenen oder halboffenen Landschaften im bodennahen Flug unter optimaler Ausnutzung jeglicher Deckung. Sie gleiten dabei dicht an Hängen entlang, über Kuppen und kleine Hügel und versuchen ihre Beute auf kurze Distanz zu überraschen. Häufig jagen sie auch von einem Aussitz aus. Die Beute greifen die Adler meist auf dem Boden oder im bodennahen Luftraum und töten sie mit außerordentlich kräftigen Zähnen und Krallen. Der Steinadler schlägt dabei seine Krallen durch die Schädeldecke in das Gehirn. In den wenigen beobachteten Fällen wurden diese großen Beutetiere innerhalb von Sekunden getötet. Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts stand der Steinadler aufgrund der Verfolgung durch den Menschen kurz vor der Ausrottung. Eine weitere Störung neben der Jagd waren Umweltgifte, die den Adler stark zu schaffen machten. Mittlerweile gilt dieser Adler nicht mehr als gefährdet, da sich die Bestände erholt haben. Auf einer Reise im US-Bundesstaat Washington beobachtete der Fotograf Kevin Abbey eine atemberaubende Szene. Während ein junger Fuchs mit seiner Beute, einem Kaninchen, sich aus dem Staub macht, näherte sich ein Adler von hinten. Adler sind dafür bekannt, eher bequem zu sein und anderen Beutegreifern ihr sauber verdientes Mittagessen zu entreißen. Der perplexe Fuchs lässt aber nicht locker. Verbissen in seiner Beute fliegt der Fuchs einige Meter mit dem Adler mit. Dass der kleine Fuchs nicht nur mit dem Leben, sondern auch äußerlich völlig unversehrt auf dem Boden landet, grenzt für den Fotografen an ein Wunder. Oftmals werden Steinadler in der Falkerei genutzt.
Wusstest du, was genau ein Falkner genau mit den Tieren macht? Bis heute dachte ich, dass es eine Art Aufzucht für hilfsbedürftige Greifvögel ist, welche dann für Kunstflüge oder als Hobby dressiert werden. Da lag ich mit meiner Theorie weit daneben. Sie sind der Anziehungspunkt auf dem Mittelaltermarkt, wenn sie ihre Federspiele in die Luft werfen und ihre Vögel um die Köpfe der Zuschauer kreisen lassen. Auch bei Festspielen und in Naturparks sieht man sie oft. Die Rede ist von den Falknern, deren Jagdmethode schon etwa seit 3500 Jahren existiert. Ihren Höhepunkt hatte die sogenannte Beizjagd im Hochmittelalter zur Zeit von Kaiser Friedrich II. Und besonders in den arabischen Staaten hat sie auch heute noch einen hohen Stellenwert. Doch der Weg zum Falkner ist schwer und so richtig leben kann davon keiner. Denn an sich ist die Falknerei eigentlich gar kein Beruf. Die Beizjagd üben in Deutschland vor allem Privatpersonen aus, die meist ein bis zwei Vögel haben. Einige Falkner schaffen es, in einen Tierpark oder eine Schaufalknerei unterzukommen, wo sie ihr Handwerk in Falknereishows vorstellen. Wieder andere zeigen auf Mittelaltermärkten oder Festen ihr Handwerk. Auch auf Flughäfen und Städten sieht man manchmal Falkner. Hier setzen sie ihre Vögel ein, um Tauben, Krähen und andere unerwünschte Tiere zu jagen oder zu vertreiben. Der Falkner ist also meist nichts anderes als ein Jäger, auch wenn er ohne Flinte auf die Pirsch geht. Wie hat dir dieses Video gefallen? Schreibe uns gerne deine Meinung in die Kommentare. Bis bald.